Wen habe ich hier? Anakin Skywalker. Mensch, lebt der auch noch. So, und jetzt Episode 5. 5, ja. Du kannst reinlaufen. Ich genüsslich ein Bierli. Das Imperium schlägt zurück. Mein absoluter Lieblingsfilm. Echt? Nee. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube den dritten mag ich am meisten. Habe nicht. 5 ganz knapp vor 3. Dann 6, dann 1. Dann 4, dann 2. Der zweite war ganz schlimm. Deswegen ist er auf Platz 6. So, deswegen ab zu Kapitel 1. Schlacht auf... Was soll ich vorlesen? Ich lese vor, ja, ist richtig. Ich bin damit vorlesen. Das laberst du, gell? Ich muss schon zweimal vorlesen. Verdammt. Episode, jetzt Episode 5. Jetzt hast du es richtig. Imperium schlägt zurück. Kapitel 1. Schlacht auf... Es ist eine dunkle Zeit für die Rebellion. Obwohl der Todesstern vernichtet worden ist, haben Imperialstreitkräfte die Rebellen aus ihrem versteckten Stützpunkt vertrieben und kreuz und quer durch die Galaxis verfolgt. Verdammt! Nachdem sie der gefürchteten imperialen Sternflotte entkommen ist, hat eine Gruppe Freiheitskämpfer unter der Führung von Luke Skywalker jedoch einen neuen geheimen Stützpunkt in der abgelegenen Eiswüste von Hoth errichtet. Doch der teuflische Darth Vader nur... Von dem Gedanken besessen, den jungen Luke Skywalker aufzuspüren, hat tausende ferngesteuerte Raum... What the fuck? Ich hab nichts gedrückt. Gar nicht. Der Text war nicht mal durch. Was? Ich hab's auch nicht. Ich hab auch nichts gedrückt. Außer man kann... Nein, ich hab nichts gedrückt. Rockstar Wodka. Alter. Nur Wodka schon mit E-Misch, damit ich's mit vernünftig... Boah. Episch. Episch. Oh ja. Ja. Tja, zu blöd, dass... Hier grinst. Rolle! Hi, 90. Minute 1-1. Ja. Wer nix kann, der kann nix. Darth Vader ist immer noch voll am Start. Und der hat uns aufgespürt, glaube ich. Das Schnauzer. Das Schnauzer. Wenn ihm jetzt der Schnauze abfällt, ne? Wäre witzig, ja. Jo! Übelstes Maschinengewehr. Aber habt ihr Schnauze? Der Schnauzer bleibt liegen. Oh, eine Flugmission! Oh. Eine rucklige Flugmission, das wird ja mal besser. Naja, die Flugmissionen dauern aber in der Regel nicht so lange. In der Regel kann man auch überhaupt den baden, wenn man die Wanne voll kriegt. So viel zum Thema minderjährige Zuschauer, okay. Also, sorry, das hat nichts mit minderjährig zu tun. Na, nee. Das ist menschlich. Das war eklig, aber es ist menschlich. Sorry, Aldi. Ah, was, der Aldi auch? Aldi ist auch menschlich. Ja, wir schießen unsere eigenen Kampf. Ja, das ist zurück! Warum? Da ist ein Riesenpfeil! Ja, aber wir haben doch die Witzige, dass wir kaputt machen. Gar nichts! Willst du davor fliegen, ja? Bumm. Du fliegst da davor, ich nicht. Du brauchst doch da so einen lustigen Knopf. Knopf. Ja, da diese... ist kein Knopf. Du weißt schon, diese lustigen Dinger da. Hier. Die Todessterne. Aber hinten geht's auch noch weiter, glaube ich. Guck mal hier hin. Oh, natürlich. Oh. Alter, das Kameraführung, ja. Kameraführung. Nein, nein. Kameraführung, nein, nein. Es reicht mit 2 Spielern. Ja, richtig. Alleine geht's ja noch. Nee, da kommen wir nicht hin. Da brauchen wir diese... You had one job, Lego. One job. Whee! Jetzt fahren wir jetzt... Jawohl, zusammen. Ist ja episch. Da, wir machen das besser als die Deutschen. Da, jetzt! Sensationell. Sensationell. Oh Gott. Aber ich glaube, das ging hier... ging ja so, du konntest nämlich ja, reißen, ja. So der, das war, ist aber in echt ja auch so. Also in echt, ne?
Ja, muss ja damit rumfliegen. Alter, öfter. Ich glaube, jetzt muss man dem noch so eine Kugel in den Kopf jagen. Wie machst du? Und dann hinterlässt er nicht mal Lina nennen. Gar nichts. Hinterlässt gar nichts. Danke für nichts. Ich nehme gleich noch so ein Ding mit. Da ist nämlich noch einer. Oh Gott. Come on. Ich hab schon so ein Ding. So, ja, das ist kaputt. Weil der da drauf schießt. Auf die Kugel. Ja, ja, klar. Boom. Die sind halt clever. Was? Hast du noch mal eine Kugel? Ja, wie denn? Ich komme nicht an die Kugel ran. Ja, okay, aber er liegt hier. Ich kann jetzt eine Kugel holen. Geil. Der Damm bricht zusammen. Der Damm bricht zusammen. Gefühlt. Warum geht das hier nicht weiter? Ja, weil du da oben lang musst. Oben. Oben? Nein. Sicher. Wette nicht, weil du... Siehst du? Aber dann machst du lustige Stunts. Wieder neue Kugel. So, das ist wie bei der Halfpipe beim Snowboarden. Ja, das ist wie bei der Halfpipe. So. Das ist 1080 Snowboarding. Das ist Happiness a Halfpipe. Ja. Bei OPM. Das auch. Jetzt! Sensationell, würde Gundula Gauke sagen. Gundula Gauke. Was mit Carla Kolumna? Ah, göttlich. Der rasenden Reporterin. Göttlich, Carla Kolumna. Ich steppe auch hier nur von einer Wand in die nächste. Ja, ich merke das. Oh Gott, wir müssen bis da oben hin so eine Kugel mitnehmen. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, da schießt der auf mich. Hilfst du mit oder ja, soll ja, ich das hab, alleine verkacken? Ich hab das Ding. Hab das im Griff. Achtung, komm und jetzt. Nein. Jetzt! Nein! Doch, das war ein scharfer Move. Du hast mal runtergefallen. Wo bin ich denn? Ach, ich dachte, ich bin du. Du hast doch Schalke blau, ich hab Gladbach grün. Deswegen habe ich eben nicht auf blau geguckt. Wegen Schalke. Ja. Alter, jetzt hänge ich fest. Lappen. So. Was hat der auch gerade fest? Ja, ich habe ja auch auf falschen Schal geguckt. So. Das ist noch lange nicht vorbei. Drohnen. Drohnen. Was kann ich auch? Oh mein Gott. Weißt du, was traurig ist? Ich fühle doch kein Mini. Ach, guck mal, Mini. Doch, doch, zwei Schlagen. Nee, jetzt zwei, aber ich weiß. Oh Gott, da hat mich völlig zerrissen. Oh oh, mich auch. Schnell die blauen nochmal einsammeln, wa? Oh, diese scheiß Drohnen, ne? Ja, hier ist ganz schön viel los. Ich glaube, wir müssen im Kreis fliegen und die. Oh Gott. Oh mein Gott. Jawohl, nochmal so ein Bacta-Tank. Der Plan ist auch noch einer. Das wäre ja zu einfach. Oh, ein Power-Üben. Das Power-Üben. Nein! Verpasst. Kein Power-Üb für Tim. So, komm, wir haben es gleich. Einer noch. Kann man die eigentlich auch so mitziehen? Ja. Ja, und dann macht man die auch mit kaputt. Das ist ja so, geil. So, vorbei. Cool, du kannst die so auseinanderziehen. Ja, sehr geil. Und dann schaschisch den doch. Dann schaschisch du die doch schon. Scharfer Move. Scharfer Move. So. Man muss Total Overdose gucken, dann weißt du warum. Was? Warum Total Overdose? Warum das so scharf ist? Total Overdose? Das ist der Stream-Insider von gestern. Halt, da war eine Menge Coins. Wo müssen wir jetzt hin? Aber wir müssen jetzt noch mehr zerstören. Wir müssen jetzt noch die Dinger zerstören. Ja, genau, davon haben wir gerade ungefähr 12 getötet. Aber du kannst auch einfach mit gedrückter. Ja, ich wollte gerade sagen, du machst fährst einfach im Kreis, ballerst die ganze Zeit um dich rum, dann war's. Fast einer noch. Irgendwo muss ja noch einer stehen, oder? Ja. Easy going. Chillig, chillig. Jetzt kommt der Endboss. Nur, dass wir davon schon zwei auseinandergenommen haben. Ne? Richtig. Oh, noch zwei. Mensch. Ja, die. Ah, das war der falsche, den du hast. Ich habe auch einen falschen. Läuft. Oh Gott. Kriegst du es hin? Ja, ja, okay. Ich hole mir da mal die Kugel. Die ist aber irgendwo. Ne? Ich weiß nicht, wo die ist. Ich weiß, wo die ist, aber da komme ich gerade nicht ran. Okay. Ja, hier, zu mir, zu mir. Schnell. Ja, so schnell steht der nicht mehr auf. Ach doch, die stehen wieder auf. Ja, aber so schnell nicht. Also nicht mehr so. Braucht doch die Coins! Ja, irgendwo ist noch einer. Von den Charakter-Coins sehe ich hier ziemlich wenig, ne?
Das sind ja auch keine Charaktere. Oh, warum auch? Weißt du auch warum? Weil es nicht an ist. Ja. Erstmal extra allgemein an. Chewbacca trägt Zitterfell. Piep, 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 piep. Macht erstmal an. Muss man doch vor jedem Mal neu anmachen. Intelligente Fahrzeugbombe. Vor jedem Mal spielen, aber nicht jedes vor jeder Mission. Ja, ja, vor jedem Mal spielen. Ich glaube, damit musst du die Dinger nicht mehr so nennen. Ja, auf jeden Fall, warte mal, ich muss erstmal den da hinten. Intelligente Fahrzeugbombe und los. Und los. Ja, oder auch nicht, ne? Ja, bist du wieder tot, bevor es eine intelligente Fahrzeugbombe gibt. Ich glaube auch. Aber warte, die liegt da jetzt noch. Ist jetzt auch der Todesstern, ne? Richtig. Das ist ein Mini-Todesstern, sehr geil. Ja. Guck mal jetzt. Du hast überhaupt gar keine Coins, Alter. Alter, was kommt da jetzt alles so? Gar nichts mehr. Nö. Ja, 20 Millionen. Für uns ist das ein lahmer Nachmittag. Oh Gott, und ein Großer ist auch noch dabei. Ja, jetzt kommt nochmal alles, was wir gerade eben schon mal erledigt hatten, nochmal auf einmal. Oh Gott, das ist der Große. Ja, ich schnapp mir den mal. Geht das denn schneller? Wie geil, wie wir es einfach zu zweit machen. So, zu zweit schneller. Also, wenn du so hoch fliegst, geht ja. Das sein Mittel hoch. Whee! Und er fällt trotzdem hin. Die Gurk, ey. So ein Lappen, ja. Was, ist der jetzt so intelligent, dass der da hochfliegt? Nein. Nicht? Vielleicht geht das aber auch nur für die Dingensdinger. Für die Dingensdinger. Das kann man. Genau jetzt. Die Dinger meine ich. Die. So, zwei normale noch, zwei kleine. Und dann ist hier Feierabend. Oh, ich dachte, hab dich doch mal auf. Wo ist denn der Letzte? Da lag er. Da lag er. Wo hat sich versteckt? Ja, weißt du, ja. Im Schnee. So, fertig? Muss ja. Boom, kaboom. Oh. Ich spiele mein Gefriffe. Das war das erste Mal, dass diese Laserschwerter so ein komisches Ding haben. Ja, ne? Womit du dich ranziehen kannst. Ganz. Besser als Toni Kroos. Yes! Kapitel abgeschlossen. Oh, guck mal, den Schneegleiter freigespielt. Ja. Fahrer Jedi war easy? Nicht. Wenn wir mal die Punkte gehabt hätten? Nicht. Story fortsetzen. Das ist dann wohl mein Einsatz. Kapitel 2, meine lieben Freunde, die Flucht von der Echo-Basis. Die Echo. Imperiale Truppen haben mit dem gnadenlosen Ansturm auf die Rebellenbasis auf Hoth begonnen. Die Rebellen halten sich tapfer, doch der Feind ist überwältigend stark. Im Kommandozentrum der Echo-Basis, tief im Inneren des Eises auf diesem gefrorenen Planeten, überwachen Han Solo und Prinzessin Leia die Evakuierung des Rebellenpersonals. Doch als die Sturmtruppen die äußere Verteidigung durchbrechen, müssen sie selbst schnell einen Fluchtweg suchen. Hey, da vorne, das bin ich bis zum Ende vorlesen. Das ist richtig. Dann, Party, oder? Party hart.